Es tut mir leid, da ist. Nö, ist ja gar kein Problem. Ich kann noch mal kurz von vorne anfangen im Prinzip und dann schnell machen. Also die Aufnahme läuft schon, ich will jetzt kurz gleich noch den Ton einpegeln, dann lassen wir einfach weiterlaufen. Starten wir da. Okay. Good, okay. Take two, mobile development platforms. Okay, geht's jetzt schon, oder? Okay, ich gehe nochmal ganz kurz auf den Anfang zurück, damit es halt drauf ist und auch für die Leute, die nachgekommen sind, nochmal ganz kurz. Worum es halt geht, ist ein Vortrag über Mobile-Plattformen, über heutige Mobile-Plattformen. Ich möchte dabei eine kurze Einführung zu existierenden Plattformen geben und möchte ein bisschen was darüber erzählen, wo ein Open-Source-Entwickler bei der Anwendungsentwicklung an Grenzen stößt. Windows Mobile ist eine heute sehr, sehr verbreitete Plattform. Bei Windows Mobile ist es komfortabel für einen Anwendungsentwickler, dafür zu entwickeln. Man hat aber ganz harte Grenzen gesetzt. Der große Vorteil ist, dass man eine hohe Unterstützung durch vorhandene Geräte bekommt. Bei BlackBerry ist das sehr, sehr ähnlich. Das heißt, man kann mit J2ME sehr gut für BlackBerry entwickeln, hat bestimmte Zielgeräte, auf die man deployen kann. Das ist recht komfortabel. Man ist aber sehr eingeschränkt in dem, was man tun kann, kann also die Geräte selbst nicht anpassen und ist auf eine Gerätesparte von einem Hersteller festgelegt. Das iPhone ist exakt ein Gerät, für das man sich dann entscheiden muss, wenn man für das iPhone entwickelt. Das heißt, man hat nicht mal ein Gerät, ich glaube, es gibt jetzt ein zweites iPhone, okay. Also genau zwei Geräte, auf die man sich dann festlegt, wenn man dafür entwickelt. Das heißt, wenn ich Applikationsentwickler wäre und mich fürs iPhone entscheiden würde, dann habe ich zwar ein Gerät mit einer gewissen Marktdurchdringung heutzutage, aber ich schreibe dann Applikationen, die genau auf diesem einen Gerät dieses einen Herstellers laufen. Wenn der sich entscheidet, seine Plattform zu ändern, laufen sie darauf nicht mehr. Hinzu kommen natürlich die ganzen sehr geschlossenen proprietären Aspekte mit dem Marketingmodell und der Plattform selbst. Noch ein Satz zu dem SDK. Es gibt jede Menge Bestrebungen, unoffizielle SDKs auf Open-Source-Basis zu realisieren und ein iPhone so anzupassen, dass man halt auch sehr frei auf dem iPhone entwickeln kann. Das Problem ist aber natürlich dann, dass man immer eine Entwicklung macht, die eigentlich gegen die Intention des Herstellers geht. Das heißt, sobald man das in einen ernstzunehmenden Kontext reinstellt, sobald man darauf Business-Applikationen für Endkunden machen wollte oder dergleichen, läuft man immer dem Hersteller hinterher und läuft ihm nicht voraus. Eine Plattform, die noch relativ ähnlich daran ist, ist die Symbian-Plattform S60 von Nokia, die im Prinzip auf den ganzen größeren Nokia-Feature-Phones, Smartphones, ich weiß nicht genau, läuft. Das ist ein Symbian-Kernel oder Symbian-Kern, Symbian-Basis mit dem S60 mit einer Nokia-eigenen Erweiterung. Also Symbian ist ein Handy-Betriebssystem, wo verschiedene Firmen drin partizipieren, vor allem Nokia. Und die haben alle so eigene Erweiterungen da drauf gesetzt für die GUI-Oberfläche, für die Applikationen. Das heißt, man kann eigentlich nicht, es gibt nicht das Symbian, sondern es gibt eigentlich nur die Symbian-Derivate der großen Hersteller. Für einen Nokia-affinen Entwickler ist das Symbian eigentlich eine relativ schöne Welt. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, man ist sehr flexibel, man kann ziemlich stark in die Interna des Telefons eingreifen, kann dort Sachen verändern. Man hat einen recht guten Support, also freien Support und kommerziellen Support über Nokia. Man hat recht viele Möglichkeiten, darauf zu entwickeln. Also Standard ist halt Symbian C++. Dann gibt es einen OpenC-Layer, das ist ein POSIX-kompatibler Layer dafür. Dann kann man natürlich J2ME machen, also Java Micro Edition. Python ist portiert worden, sogar von Nokia selbst. Es gibt lauter so Extensions mittlerweile, die mehr so auf Webdesigner und Content Producer ausgelegt sind, also so Flashlight, Web Runtime Sachen, die im Moment modern sind. Bisher ist Symbian aber halt auch sehr, sehr proprietär. Das heißt, es ist komplett geschlossen, man kommt nur mit krass viel NDAs und mit einer hohen, nur wenn man eine hohe Stückzahl kauft, also wahrscheinlich bei ab zu 5 Millionen oder sowas Geräten, dann kommt man vielleicht auch an den Quellcode ran. Das heißt, nur wenn man ein ganz großer Player ist, kann man da sinnvoll mit denen mitspielen. Ich komme später noch dazu, weil das ist so ein bisschen dabei, sich vielleicht zu ändern. Also es wird gesagt, dass es sich ändern soll. Das muss man mal schauen. Eine Sache, die noch ähnlich ist wie bei dem Marketingmodell von Apple,
ist auch hier, das ist zwar kein proprietäres Marketingmodell für die Applikation, aber es ist auch ein sehr, sehr geschlossenes Signing-Modell. Das heißt, wenn ich eine Applikation entwickeln möchte, die mehr darauf macht, als nur mal ein Hello-World-Bildschirm anzeigen, dann muss ich in einen Signing-Prozess mit Nokia gehen, dann wird die gereviewt und erst dann mit Zertifikaten versehen, die Applikation, so dass ich als kleiner, freier Entwickler auch recht gehemmt bin, damit darauf effektiv zu entwickeln. Ach genau, hier ist meine Folie zu der Symbian Foundation. Symbian hat die Symbian-Mitglieder haben eine Symbian Foundation gegründet, wo sie versuchen, diese proprietären Absplitterungen davon unter einen Hut zu kriegen, also das S60, das UIQ und das MOAP. Und dann ein zusammengeführtes, gemeinsames Symbian daraus zu machen. Was dann, so ist der Plan, bis 2010 stückweise freigegeben werden soll. Das heißt, wenn sie das halten, was sie sagen, dann haben wir 2011 einen kompletten Symbian-Stack, der unter Eclipse Public License lizenziert ist und der vereinheitlicht ist unter den Plattformen. Was jedoch nicht heißt, dass ich dann mein mit Symbian geflashtes Telefon hinternehmen kann und ändere daran irgendwas oder kann den Source-Code von diesem Telefon bekommen. Weil es ist nicht GPL-lizenziert, der Stack, sondern EPL. Das heißt, das ist zwar dann irgendwo eine gemeinsame Codebasis, unter der die Großkonzerne oder auch kleine, die daran partizipieren, der Einstieg in die Symbian Foundation ist ziemlich niedrig, das kann jede Privatperson schaffen, wo die eine Zusammenarbeitsbasis haben, aber das Endprodukt, was in Telefone reinkommt, das kann natürlich wieder völlig proprietarisiert werden bei der EPL. Das heißt, ich weiß nicht, ob dann mein resultierendes Telefon, ob ich damit irgendwas machen kann, was mehr ist als das, was ich heute damit tun kann. Und was wir auch nicht wissen, ist natürlich, ob dieser gemeinsame Open Source Symbian Stack so vollständig ist, dass ich den als nicht Global Player im Handymarkt seit 10 Jahren nehmen kann und den dann überhaupt auf Symbian Telefone und dann überhaupt auf Telefone runterbringen könnte. Ein ähnlicher Fall ist Android. Android ist die große Initiative von Google, wo es darum geht, Open Source, Apache lizenzierte Open Source Plattformen zu realisieren, die dann halt eine Basis für Telefoniesysteme geben soll, die so ein bisschen in Googles Idee von Web 2.0 reinpassen. Die haben einige sehr, sehr gute Ideen. Das heißt, aus meiner Sicht sehr, sehr gute Ideen. Das heißt, es ist eine Java-Runtime drauf, eine etwas angepasste, wo ein Teil der Klassenbibliothek zur Verfügung steht, aber es ist ein echtes Java eigentlich. Das ist, selbst wenn eine andere VM nochmal mit einem anderen Bytecode da verwendet wird, ist es Quellcode-kompatibel zu dem normalen Java, was auf Desktops oder auf Servern läuft. Und ist damit nicht dieses kleine, abgespeckte J2ME, was auf Handys läuft, was irgendwo sehr, sehr unterschiedlich ist als das Standard-Java. Was man aber sagen muss, ist dadurch, dass es ein Subset ist und ganz viele sind dann freigegeben, aber es sind keine Standards, also jede Menge Google-eigene Erweiterungsbibliotheken existieren, die man dann verwenden muss. Dadurch ist natürlich auch der Austausch der Applikationen relativ beschränkt und derzeit ganz stark dann auf Android festgelegt. Android ist im Kommen, das heißt, bisher ist noch gar nichts davon freigegeben und es gibt noch keine Geräte, auf denen es ausgeliefert wird. Es soll Ende des Jahres sollen HTC-Geräte da mit rauskommen, das müssen wir mal schauen, ob sie das halten. HTC jammert so ein bisschen wohl, dass Google noch immer so viel am Ändern ist und sie deswegen ihre Geräte nicht stabil kriegen. Und wir haben halt das gleiche Problem wie das bei der Symbian Foundation, dass Google sehr, sehr bewusst, sehr massiv darauf geachtet hat, einen Apache-Style-lizenzierten Stack zu haben. Das heißt, oder BSD-Style-lizenzierten, also alles Apache-Lizenzen darunter, sodass sie die Möglichkeit haben, oder HTC dann die Möglichkeit hat, alles zu nehmen, massiv zu modifizieren, auf die Geräte drauf zu machen und komplett geschlossene Geräte rauszugeben, die wieder nur genau das zulassen, was sie vorhaben. Das wird ein bisschen mehr sein, also aus Sicht eines puren Anwendungsentwicklers, der aus der J2ME-Ecke kommt, wird das sehr komfortabel sein, weil man auch Kernapplikationen austauschen können soll, zum Beispiel die Dialer-Applikation oder sowas. Aber man hat halt nicht die Kontrolle über diesen gesamten Stack. Oder man kann nicht zu HTC gehen und fordern, dass HTC einem den Code von dem Telefon gibt, den man wirklich in der Hand hat, um den dann zu modifizieren. Sondern man kann halt wieder auf den resultierenden Geräten
nur hingehen und einfache kleine Java-Applikationen schreiben, die in das Konzept passen des Herstellers und kann diese dann deployen. Und es steht halt noch nicht fest oder man traut Google nicht so richtig, wie viel von dem Stack wirklich freigegeben wird. Das heißt, ob das, was dann unter Android Open Source zur Verfügung steht später, ob man das nehmen kann und macht daraus ein Image für ein Telefon mit einem Aufwand von nur 2-3 Monaten, das steht noch nicht fest. Oder ob man das nehmen kann und müsste nochmal 3-4 Jahre mit 10 Leuten investieren, das weiß man halt noch gar nicht. Und ich bin da auch mittlerweile eher pessimistisch, weil die Zeit hat schon gezeigt, dass Google sich da sehr langsam bewegt im Moment. Ich muss mich ein bisschen schneller bewegen. Sonst habe ich zu viel Folien. Ah, geht noch. Eine Sache, die mir im Moment sehr, sehr viel Spaß macht, ist das Maemo-Betriebssystem. Das ist von Nokia erstelltes Linux-Derivat. Was sage ich mal, ich habe mal 95% geschrieben, auf meiner letzten Folie hatte ich noch, bei meinem letzten Vortrag hatte ich ein paar Prozent mehr da stehen und habe jetzt gesagt, ja, eigentlich ist es doch ganz schön viel geschlossene Sachen auch drin, vielleicht werde ich das auch noch weiter heruntersetzen, wenn die Komponenten nicht hochsetzen. Das fällt aber auch erst auf, je tiefer man in die Plattform reinguckt. Maemo ist ein als Entwickler ziemlich schönes Linux-Betriebssystem, es hat ein Debian-Paketsystem, man hat echtes X11, GTK, sehr viel gute Dbus-Sachen, die dort umgesetzt haben. Leider alle wenig Richtung Standardisierung getrieben, sondern irgendwo immer nur versucht, ihr eigenes Süppchen dabei zu kochen. Mittlerweile ist Qt darauf verfügbar. Man hat eine sehr breite Sprachunterstützung, also die Hauptsprachen sind C, Python und C++, die dort unterstützt werden. Wir unterstützen wirklich dort Java. Man kann die Plattform sehr, sehr gut anpassen. Das heißt, selbst wenn nicht alles von der Plattform freigegeben ist, ist die darauf ausgelegt, dass man sich die nimmt, Sachen rausschmeißt und eine Individualapplikation daraus baut. Das heißt, man kann diese Plattform sehr, sehr gut nehmen. Könnt ihr euch auch, wenn ihr Lust habt, vorne am Stand bei uns mal anschauen, um ein Individualprojekt darauf zu machen, also um es komplett zu entfremden, ohne ein eigenes System drauf flashen zu müssen. Man hat also eine sehr tiefe Möglichkeit, daran zu gehen. Leider ist es so, dass die Plattform an sich durch die proprietären Komponenten die Open-Source-Plattform relativ wertlos ist. Das haben jetzt auch einige Leute aus meinem Maemo-Projekt, die da sehr aktiv geworden sind, eigentlich immer mehr verstanden. Also es gibt zum Beispiel eine Bestrebung, ein freies Maemo nachzubauen auf Basis von Open Embedded. Und das war am Anfang war es eigentlich ein Klon von Maemo und sollte es werden. Bis denen klar geworden ist, dass man eigentlich, wenn man einen Klon von Maemo macht, dann muss man zu viele Sachen neu schreiben, die nicht rausgeben. Das heißt, eigentlich der Rest von Maemo ist gar nicht mehr so wünschenswert. Sodass dieses Projekt Mamona heißt das, jetzt eher dahin gegangen ist, eine Standard Open Embedded basierte Distribution zu generieren, die halt auch auf den Geräten läuft. Als Anwendungsentwickler hat man auf diesen Geräten aber auch wieder das Problem, dass es von Nokia immer zu einem Zeitpunkt genau ein Modell gibt, im Moment, was supported ist, und das wechselt ohne Vorankündigung etwa jährlich. Das heißt, wenn ich jetzt Entwickler bin, vielleicht auch in einem Business-Kontext und möchte Applikationen machen, die auf dieser Plattform laufen, muss ich mich jährlich an neue Geräte gewöhnen, muss meinem Kunden jährlich sagen, okay, dein altes Gerät könnte ich dir noch weiter supporten, aber Nokia nicht und ich kriege nicht die Sachen, um es wirklich weiter zu supporten. Und ich kann dir auch keine mehr von den alten Geräten nachkaufen. Also du musst permanent wechseln in dem Zyklus, den dir der Hersteller vorgibt. Das genau bei einem Hersteller, bei genau einem Gerät ist nicht ganz schön. OpenMoko, das sind hier die Dinger, machen das Ganze deutlich anders. Es ist ein wirklich 100% freier Open-Source-Stack da drauf. Also da müsste man mal die Experten im nächsten oder übernächsten Vortrag fragen, ob da wirklich noch irgendwas Proprietäres drin ist, aber mir ist jetzt nichts bekannt. Außer vielleicht irgendeine Firmware gekapselt dann, aber in einem GSM-Modem drin, das über seriell angeschlossen wird oder so. Das heißt, 100%ig kriegt man die Hardware wahrscheinlich heute noch nicht ganz frei. Aber man kann nicht den gesamten Stack nehmen, man kann ihn ganz leicht anpassen, man kann ihn sich neu bauen, man kann einen ganz anderen Stack auf die Telefone packen, man kann den gesamten Stack nehmen und auf andere Geräte draufpacken. Ist also genau das eigentlich, was man so machen möchte, von einem Freiheitsempfinden.
es ist noch nicht so rund, dass es so eine marktreife End-User-Reife hätte, wie zum Beispiel das MyEmo. Ist aber gerade in der letzten Zeit werden recht gute Fortschritte gemacht. Und man hat halt eine sehr, sehr breite Entwicklungsunterstützung. Das heißt, alles, was wir uns heute vorstellen können, um im Desktop-Bereich zu entwickeln, ich wollte jetzt gerade sagen, außer .NET, aber wahrscheinlich hat auch schon mal jemand hier die, wie heißen sie noch? Ich komme gar nicht drauf, die freie .NET-Variante, Mono genau drauf kodiert, bin ich mir sicher, dass es das wahrscheinlich auch schon dafür gibt. Das heißt, eigentlich alles, was wir uns im Desktop- oder Serverbereich vorstellen können, können wir auch auf dem OpenMoko machen. Was man natürlich auch, wenn man dafür entwickelt, wieder als Problem hat, ist, dass man genau ein einziges Gerät hat im Moment. Ich meine, es gibt GTA 01 und GTA 02, aber die kann leider nicht unterscheiden. Es kommen vielleicht mehrere, aber es gibt bisher halt genau ein Gerät von einer Firma, was damit ausgestattet ist. So dass ich halt nicht die Möglichkeit habe, meine Applikation, wenn ich die auf OpenMoko im Moment basieren lasse oder darauf ausrichte, weiter zu verbreiten auf andere Geräte, die irgendwo am Markt wären. So, das war jetzt so ein bisschen so ein Überriss über die Plattform an sich. Und ihr hört schon so ein bisschen an meiner Stimme vielleicht, ich bin so ein klein bisschen am Jammern. Hinterher kommen wir noch zum optimistischeren Teil, wo es so ein bisschen Lösungsvorschläge gibt. Aber es ist halt ein richtig großes Problem im Moment für einen Open-Source-Entwickler, der sich nicht auf einen Hersteller, auf eine Plattform festlegen möchte, aber auch für Nicht-Open-Source-Entwickler, überhaupt Applikationen zu schreiben und die auf einer breiten Basis von Geräten zu verteilen. Warum hat man da Probleme? Das eine ist, dass die kommerziellen verbreiteten Plattformen zu viele Restriktionen haben. Das heißt, man hat nur eine ganz geringe Kontrolle über das eigentliche System. Man hat nur die kleinen APIs zur Verfügung, die man dort haben möchte. Die man dort haben soll. Also nicht alle, die man möchte. Die viele Gerätefeatures sind irgendwo verschlossen und man kann sie nur mit dem Signing-Prozess, mit dem Hersteller, mit bestimmten Zertifikaten dann wieder aus der Applikation verwenden. Dann ist es, außer bei Android sollte es anders werden, so dass die Kernkomponenten natürlich nie ausgetauscht werden können. Das heißt, ich kann nicht hingehen und bei meinem Symbian einen anderen Dialer reinmachen. Die freien Plattformen machen das schon mal anders. Das heißt, OpenMoko, MyEmo, Android bieten einem maximale Freiheit. Im Prinzip muss man aber auch schon sagen, auch das jetzt aktuell proprietäre Symbian S60 bietet einem auch schon, wenn man ein professioneller Entwickler ist, in dem Bereich auch schon ziemlich viel Freiheit. Man muss halt eng mit Nokia irgendwo zusammen partnern, aber kann dann eigentlich auch ziemlich viel machen. Das größte Problem aus meiner Sicht ist, dass es zu viele Plattformen gibt mit zu wenig Standards und zu wenig APIs, sodass man zu wenig Basis hat, sich darauf zu verbreiten. Das am besten standardisierte im Moment, das, was die meiste Möglichkeit und die größte Zielplattform bietet, ist ganz klar die Java Micro Edition. Aber selbst für Programme in der Java Micro Edition gibt es große Probleme, die auf unterschiedlichen Geräten zu verteilen. Selbst innerhalb eines Herstellers, weil relativ hohe Inkompatibilitäten da sind. Wobei man aber sagen muss, das ist dann Jammern auf hohem Niveau, weil der Anspruch ja schon der ist, dass man eine Applikation schreibt, die einmal kompiliert und auf allen Geräten verteilen kann. Und wenn es dann mal an ein paar kleinen Ecken ein bisschen klemmt, muss man sagen, ist okay. So ist halt Softwareentwicklung, besser kriegt man es nicht hin. Aber JTME ist halt sehr, sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten. Es ist nicht kompatibel zum normalen Standard-Java. Das ist also auch nicht nur ein Subset von normalem Java, sondern es sind komplett andere APIs. Und man hat halt, ja, man hat einfach Kinder-Java so ein bisschen. Also, sorry, wenn ihr JTME-Entwickler sind, aber es ist einfach doch sehr, sehr eingeschränkt. Das ist ganz okay gewesen vor 10 Jahren, als es erfunden wurde, aber passt nicht mehr ganz zu dem heutigen Entwicklungsfortschritt aus meiner Sicht. Das hat auch Sun und so weiter erkannt, sodass sie da auch in weitere Richtungen gehen, aber das dauert noch 5 Jahre sicherlich, bis da Java FX oder so Sachen im Markt verfügbar sind. Gut. Das andere, was standardisiert sind natürlich Web- und HTML-basierte Applikationen. Das heißt, ein Großteil der Sachen, die man heutzutage mit einem mobilen Endgerät macht, sind dann letztendlich eigentlich Web-Applikationen. Aber das ist ja auch nicht das, was man für alle Sachen machen möchte, weil man da auch so klare Grenzen hat. Die ganzen anderen Plattformen, die ich vorgestellt habe, die covern immer genau ein Device oder eine Gerätelinie oder eine Herstellerlinie. Also BlackBerry genau das, selbst OpenMoko genau im Moment dieses Gerät,
Maemo genau dieses eine Gerät. Das heißt, und die haben keine Kompatibilitäts-APIs, oder es gibt wenig Bestrebungen, da Kompatibilitäts-APIs zu machen, sodass es zu einer Plattform wird. Man hat jetzt auf den Linux-Plattformen hat man schon mal den Vorteil, alle Linux-Plattformen, die im Moment eigentlich rauskommen, machen echtes X und haben zum Beispiel GTK-Unterstützung, sodass man schon die Möglichkeit hat, eine GUI-Applikation mit minimalem Portierungsaufwand da drauf zu bekommen. Aber sobald man halt mehr machen möchte, also ich gebe mir mal gerade alle Kontakte aus dem Adressbuch, weil ich möchte mit meiner Mehrwert-Applikation irgendwas mit den Kontakten machen, ja, dann ist man wieder ganz am Anfang sozusagen. Ah, genau. Lösungen wären halt Entwicklungsstandards auf verschiedensten Plattformen, sowohl auf den proprietären als auch auf den freien. Das wäre gut. Oder eine Toolchain, die das ermöglicht, für verschiedene Sachen das zu abstrahieren. Oder was man halt als Lösung für sich machen kann, ist sich genau auf eine Plattform oder auf wenige Plattformen zu fokussieren. Das machen im Moment natürlich die meisten. Gut, dann auch noch ein großes Problem in der Mobile-Entwicklung, warum es viele Jahre nur so schleppend ging, ist, dass der Entwicklungsansatz ein sehr, sehr anderer ist. Das heißt, ein Standardentwickler hat relativ viele Hemmschwellen oder relativ viele Hürden darauf zu entwickeln. Bei JTME ist es sogar für einen Java-Entwickler eine relativ hohe Hürde, aber das ist noch eigentlich das Kleinste. Wenn ich aber Symbian machen will als normaler C++-Entwickler, dann habe ich sehr, sehr viele Hürden. Das dauert lange, bis ich damit gut zurechtkomme wahrscheinlich. So dass man einige Zeit braucht, um in den Bereich reinzukommen. Und dann hat man das Problem, dass man wenig Code-Reuse von der normalen Desktop- oder Serverseite hat, hin zu den mobilen Endgeräten. Das wird eigentlich in den freien Plattformen, OpenMoko und Maemo, relativ gut gefördert, weil man eigentlich das Gleiche machen kann wie auf einem normalen Linux-PC. Unter Windows Mobile ist das aber ebenso gut eigentlich gefördert, weil ein Windows-Entwickler kann nahtlos eigentlich unter Windows Mobile oder relativ nahtlos unter Windows Mobile weitermachen, weil die APIs ziemlich gleich sind. Aber das gilt dann immer nur für einen ganz kleinen Teil einer Entwicklergemeinde. Das heißt, es gibt eigentlich kein Gerät und schon gar nicht OpenMoko oder Maemo, also keine Plattform, schon gar nicht OpenMoko oder Maemo, die für eine ganz, ganz viele Entwickler, die es heute in der Welt gibt, eine einfache Einstiegshürde bietet. Weil das ist auch, denke ich, ein großes Problem, was Nokia mit Maemo hat. Weil ein Standardentwickler, der normale Desktop-Sachen macht oder der nur Windows kann oder der nur Java kann, wenn der mal plötzlich für OpenMoko oder Maemo eine Applikation schreiben soll, also der soll ja gar nicht das Framework hacken, aber sobald er eine einfache Applikation obendrauf steigen soll, dann hat er auch eine gewisse Einstiegshürde, weil er nicht so weitermachen kann, wie er es gewohnt ist. Also JTME hatte ich schon ein bisschen was gesagt. Es gibt halt Probleme, dass man zu viele Restriktionen hat, dass die API zu stark von der Desktop-API abweicht, zu viele Unterschiede in den konkreten Geräteimplementierungen und dass es halt für viele Sachen, die man machen möchte, nicht leistungsfähig genug ist. Ich muss wirklich ein bisschen Gas geben. Android adressiert viele von diesen Sachen, das ist aber schön, die Sachen habe ich alle schon gesagt, jetzt hier kommen, adressiert viele Sachen von diesen Problemen, aber man hat immer noch sehr, sehr unterschiedliche APIs für das, was man machen möchte, die es auch im Desktop-Bereich nicht gibt. Kann zwar Zeile wieder benutzen, ohne GUI oder sowas, also XML-Parser beispielsweise könnte man aus dem normalen Desktop Java nehmen und verwenden, aber könnte halt nicht eine Android-Applikation auch auf dem Desktop laufen lassen. Und es ist keineswegs standardisiert. Also Google hat gesagt, wir fangen vom Urschleim an, kochen unser eigenes Süppchen und hoffen, dass es ein Standard wird, weil wir so groß sind. Was ist mit OpenMoko und Maemo? Wir haben keine Restriktionen mehr. Wir haben richtige Desktop-Toolkits. Das heißt, es ist eine richtig Entwicklung, wie ein normaler Softwareentwickler sich das vorstellt. Aber beide Plattformen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und man hat in beiden Plattformen jeweils nur genau ein Gerät derzeit. Was halt, was auch nicht leichter macht. Dazu kommt, dass man eine Fokussierung halt auf spezielle Entwicklergruppen hat. Bei Maemo ist das noch ein bisschen lockerer, bei OpenMoko ist es noch ein Stück nerdiger, sag ich mal, was man adressiert an Zielusern oder Zielentwicklern. Aber es ist halt in beiden Plattformen nicht so sehr, dass man einen Standardentwickler von irgendeinem Systemhaus in München adressiert. Doch mal gerade einfach Applikationen dafür zu machen. Das macht Android sehr gut, denke ich, aber das machen die beiden Plattformen noch viel zu wenig.
Maemo geht langsam so ein bisschen in die Richtung, aber beide Plattformen machen doch zu wenig. Okay, Cross-Plattform-Solutions. Es ist weniger ein Problem, eine Sprache irgendwo ins Laufen zu kriegen. Egal, was ich mir für ein Gerät hole, ich kriege da Python drauf, ich kriege da Java drauf, ich kriege da C, C++ drauf und Ruby und also jede Sprache kommt da bei einem neuen Projekt innerhalb von ein paar Monaten dazu. Das Problem sind halt, dass man keine Toolkits hat, die man auf allen Plattformen verwenden kann und dass man keine API-Standardisierung hat für die Sachen, die man dann da drauf machen möchte. Lösungen, die in die Richtung gehen, die ich jetzt gleich vorstelle, sind halt zum einen, denke ich, Qt, weil es den größten Plattform-Support überhaupt bekommt, denke ich. Free Smartphone Org Standards, sage ich gleich was zu. LWUIT ist eine Initiative von Sun, eine High-Level-API zu schaffen. Yalimo ist ein Projekt von uns, wo es darum geht, eine freie Java-Runtime zu schaffen für diesen Bereich. Und Open Embedded, was jetzt nicht ganz so zu den ersteren passt, was aber auch irgendwo ganz klar eine Möglichkeit ist, Cross-Plattform-Entwicklung überhaupt erst zu enablen. Gut, Qt ist zum einen ein sehr, sehr powervolles Toolkit. Es hat eine ganz, ganz weite Verbreitung. Das heißt, es gibt es unter Windows, es gibt es unter Linux sowieso, ich glaube unter Windows Mobile, dann hat das Maemo-Projekt, das jetzt offiziell supportet, seitdem Nokia das gekauft hat. Es ist angekündigt, dass Nokia das für Symbian Series 60 verwenden möchte. Und OpenMoko setzt auch sehr, sehr weit mittlerweile in diese Richtung. Das heißt, man hat irgendwo da ein Toolkit, was auf BlackBerry jetzt nicht, Android auch noch nicht, was aber sonst eigentlich auf all dem, was ich hier vorgestellt habe, lauffähig ist. Ist vielleicht auch noch nicht ganz aus den Kinderschuhen jetzt im Mobile-Bereich. Das heißt, die Systeme, also Maemo, OpenMoko, Symbian, müssen es erstmal vollständig unterstützen. Aber ich denke, das ist so was, was am Horizont auftaucht, wo wir in 5 Jahren sagen, okay, da kann ich einfach die Plattform nehmen, mache normale KDE-Entwicklung sozusagen darunter und deploy dann halt auf eins von diesen Geräten. So grob wird das, denke ich, möglich sein. Und was auch noch sehr interessant ist aus meiner Sicht, ist, es gibt eine sehr, sehr gute Java-Unterstützung dafür. Was auch gerade auf diesen Symbian-Geräten dann sehr, sehr interessant wäre, wenn man da Java-Support für Qt bekäme, könnte man auf Symbian mit den existierenden Java-Runtimes Qt-Applikationen realisieren beispielsweise. Free Smartphone Org Standards ist das, was mir im Moment am meisten Hoffnung gibt, auch so das Ganze zusammenfließen zu lassen. Ist eine sehr, sehr schöne Initiative, im Wesentlichen, glaube ich, von Michael Lauer gestartet. Aus OpenMoko heraus eine Standardisierung in einem eigenen Projekt zu schaffen, in der Standard-APIs für Dienste auf Telefonen, Smartphones geschaffen werden. Das heißt, Standard-APIs, um mal einen Telefonanruf zu machen, um Geräte anzusprechen, Bluetooth an- oder ausschalten beispielsweise, oder um an Kontakte zu kommen. Für all die Sachen, die man auf dem Telefon machen möchte, gibt es dort eine Standard-API. Das ist bewusst, denke ich, aus dem OpenMoko-Projekt rausgezogen worden in ein eigenes Projekt, weil es halt auch sonst nicht die Möglichkeit hätte, ernst genommen zu werden, als was Eigenständiges für andere Leute eine Sichtbarkeit zu erreichen. Sonst wäre es halt nur dieses von OpenMoko selbst gekochte API-Design, was sie halt haben. So ist es neben FreeDesktops.org, ist FreeSmartphones.org ein Baustein, wo halt andere sich, denke ich, jetzt auch drauf anschließen können. Das Schöne ist, es ist keine C-API, sondern es ist eine DBAS-API. Das heißt, wir kommen mit allen Sprachen dran, mit Java, mit Python, mit C, C++, können halt wunderbar diese API verwenden und haben es sehr, sehr leicht, mit einer ganz, ganz geringen Hürde, beliebige Applikationen zu schreiben, die dann recht komplexe Sachen hinterher auf dem Telefon machen. Zusätzlich zu diesem API-Design gibt es eine Referenzimplementierung, die auch auf OpenMoko natürlich dann in OpenMoko integriert wird und darauf lauffähig ist. Und eine Basisapplikation, so Brot- und Butter-Applikation wird die genannt, mit der es halt möglich ist, ein bisschen rumzutelefonieren und so die ganzen Funktionen irgendwie so ein klein bisschen zu verwenden, damit man halt direkt sieht, okay, die API ist so designt, dass man sie auch von der Applikation aus verwenden kann. So ganz junge Initiative aus meiner Sicht, weil es gibt es schon länger, aber es ist in diesem Monat open sourced worden, freigegeben worden von Sun, ist LWUIT. Das ist eine GUI-Bibliothek, die
auf Basis von J2ME lauffähig ist. Das heißt, ich kann die zu meiner Applikation hinzupacken, mit deployen und kann dann auf jedem J2ME-Handy damit laufen. Das ist so von einer, wer Swing kennt, fühlt sich daran recht zu Hause. Das ist relativ ähnlich wie Swing. Das ist halt auch pures Java-Rendering, dann auf dem LCD-UI-API von einem Handy, also auf so einem, das ist einfach nicht so eine Grafik-API, die jedes Handy bereitstellt und darauf machen die halt ein in Java basiertes Rendering. Soll trotzdem, ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert, sehr performant sein und ziemlich gut laufen. Und ist halt relativ mächtig, ist halt, kommt Swing schon relativ nah und ist sehr, sehr anders als diese J2ME-Sachen. Ja, wie gesagt, jetzt gerade von Sun unter GPL mit Linking Exception rausgegeben worden und wird von Terence Barr, das ist dieser Mobile, Open Source Mobile Mensch von Sun, recht stark auch direkt in die Community reingetragen. Was ich so schön finde daran, ist nicht nur, dass es auf J2ME lauffähig ist, sondern dass dieser Dependency Footprint, den er auf J2ME hat, die API, dass dieser klein ist. Das heißt, die ist darauf ausgelegt, dass man die schnell mal auf was anderes portiert hat. Sun ist gerade dran, das auf AWT zu portieren, korrekter gesagt auf CDC PBP, für den das sagt. Also das ist ein konkretes Profil, was auf Handys eigentlich nicht mehr läuft, aber was ein bisschen mehr kann in der Java Micro Edition und auch ein AWT dabei hat, aber noch zu dem Handy Java sozusagen gehört, also noch zur Micro Edition gehört. Wenn die das gemacht haben, dann läuft es aber auch auf einer, dann läuft es damit natürlich auch auf einem Desktop Java. Das heißt, dann hätte man das erste Mal eine von Sun supportete Bibliothek, die auf Micro Edition läuft und auf dem Desktop Java. Und im Rahmen vom Yalimo-Projekt beschäftigt sich schon jemand, der Jérôme Legri, damit, die API auf Micro-Backend zu portieren. Das ist so eine kleine Java-Library, die nach hinten unterschiedliche Backends unterstützt, wie zum Beispiel direktes Schreiben mit pur Java nach X oder SVT oder AWT als Backend. Das heißt, aus dem LWT-UI stelle ich mir vor, habe ich die Hoffnung, dass wirklich eine API raus erwächst, die man später recht breit im Mobile- und Desktop-Bereich für Applikationen verwenden kann. Und die, da sie auf dem existierenden J2ME aufsetzt, auf jedem euren Handy läuft, was wir heute so im Laden finden. Das ist auch meiner Meinung nach jetzt die echte Antwort von Sun, diese Mobile- und Desktop-Entwicklung zusammenzurücken. Weil das die zusammenrückt, das sehen wir ganz klar im Moment. Und Sun hatte da bisher noch keine echten Karten im Spiel. Sie haben zwar das Java FX, wer das vielleicht kennt, haben sie rausgebracht und gehypt jetzt schon über anderthalb oder zwei Jahre. Aber das ist ein so fettes Ding von den Fähigkeiten, dass das noch lange dauern wird, bis das auf einem Handy wirklich läuft. Und hier, das ist, denke ich, eher was heute aus Sun-Sicht die Sache schon vereinheitlichen kann. Ja, Yalimo ist die Antwort von uns, von der Tarent, auf dieses Problem. Es ist die Idee, einen vollen freien Java-Stack, der an Java SE 1.5 rankommt, auf mobile Endgeräte, vor allem Linux-basierte Endgeräte zu bringen und den Entwickler einzuholen und in dem gesamten Development-Lifecycle zu unterstützen. Das heißt, er wird beim Build unterstützt mit Maven, das ist so ein Java-Build-Tool, Debian-Pakete oder IPKG-Pakete für mobile Endgeräte zu bauen. Das heißt also, man kann den Standard-Java-Entwickler dort abholen, wo er ist und er kann dann für eine Linux-Mobile-Plattform damit entwickeln. Es ist ein integratives Projekt, das heißt, wir schreiben keine neuen Sachen, keine neue JVM oder dergleichen, sondern wir nehmen uns die existierenden Projekte, die es seit langer Zeit gibt, probieren möglichst viel in Upstream-Projekten zu arbeiten und einfach nur die Sachen zusammenzufassen, zu bündeln, haben gar nicht vor, viel Code bei uns entstehen zu lassen, sondern eher das Ganze irgendwo zusammenzubündeln und für Distributionen als auch für Entwickler irgendwo zugänglich zu machen. Wie gesagt schon, ist eine Initiative von Tarent, haben aber jetzt auch andere Gruppen, die da mitarbeiten, zum Beispiel der Ken Gilmer von Buglabs, wer das kennt, diese kleinen, netten Würfel-PC-Dinge auf ARM-Basis, oder Jérôme Legri von dem Midpath-Projekt, sind da jetzt sehr aktiv mittlerweile. Der Grund, warum wir das machen, ist, wir haben 60 Leute, davon sind 40 Java-Entwickler, wir machen Java im Desktop und im Serverbereich schon immer. Und wir möchten, wenn wir Mobile-Applikationen machen, irgendjemanden von uns aus der Firma nehmen können und den diese Applikation machen lassen können. Das heißt, wir möchten jetzt keine ganz, ganz andere Baustelle dort aufbauen, sondern wir möchten irgendwo einen gemeinsamen Stack haben. Vor allem, wenn wir eine Applikation machen,
die mit einem Backend irgendwo kommuniziert, dann möchten wir vorne und hinten möchten wir die gleiche Technologie eingesetzt haben. Und wir möchten die Möglichkeit haben, natürlich auch möglichst viele Geräte zu deployen, was jetzt mit Yalimo auch nicht unbegrenzt möglich ist, aber was der Sache schon mal ein Stückchen näher kommt, für die von uns interessanten Geräte. So, Yalimo kriegt 3 Folien, weil es mein Lieblingsprojekt ist. Es ist halt so aufgebaut, dass wir unterschiedliche JVMs haben. Das heißt also, als Runtime haben wir Kakao, JumpVM oder jetzt PhoneME, haben ein breites Bildsystem mit Unterstützung für Pure Java-Entwickler mit Maven oder Open Embedded als Unterstützung für die Leute, die zum Beispiel OpenMoko gerne machen oder aus dem Bereich kommen, um es einfach zu integrieren. Supporten mehrere Plattformen, hatte ich auch auf der Folie vorher schon mal aufgelistet. Und haben nach oben hin verschiedene Möglichkeiten, für die sich jemand entscheiden kann. Also er kann Eclipse SVT-Applikationen machen, die er dann mit OSGI dort bundelt, also OSGI-Bundles dort deployed, oder AWT-Swing-Applikationen, wo natürlich dann ein Performance-Problem kommt bei den Swing-Sachen ein bisschen. Oder halt Midpath oder Java Gnome als Alternative. Und wir bieten unterschiedliche Libraries an, die halt irgendwo Portierungsaufwand bedürfen. Wie zum Beispiel eine ganz kleine, schlanke Java-Library, um auf Services und XML gut zugreifen zu können. Oder Bindings zu dieser erwähnten Free Smartphones Org-Initiative mit dieser standardisierten DBAS-API sind gerade am Entstehen. In dieser Vielfalt, die wir hier haben, haben wir im Prinzip einen Stack, den wir selbst für unsere Applikationen präferieren und den wir als Standard-Stack irgendwo empfehlen. Das ist die Kakao-JVM, GNU-GlasPass, DBAS, Java und SVT zu verwenden. Open Embedded hatte ich vorhin mal kurz genannt. Das ist eine unwahrscheinlich mächtige, riesig große Cross-Compile-Umgebung. Die es ermöglicht, ähnlich wie Gentoo, vielleicht von da ein bisschen bekannt, die es ermöglicht, anhand von einem riesen Beschreibungsportfolio und Bauanleitung für Projekte eine komplette Linux-Distribution zu generieren. Das heißt, man sagt, was man für eine Maschine hat, man sagt, was man für eine Distribution da drauf haben will, dann fängt er erstmal an, die ganzen Quellen zu saugen, baut sich erstmal einen GCC-Cross-Compiler für diese Plattform, ein paar Bin-Utils und dergleichen und fängt dann nach und nach an, alle Sachen zu bauen, bis er on top oben drauf die Applikationen auch baut. Und dann kann er ein Image davon machen, was man deployen kann. Und das Schöne ist, dass man ziemlich breite Unterstützung hat, weil das in den freien Projekten, also OpenMoko vor allem, verwendet wird und auch in den Angströmen oder dergleichen. Eigentlich alles, was so aus diesem ursprünglichen freien Linux-Smartphone, Linux-PDA-Kontext kommt, setzt Open Embedded ein. Deswegen hat man eine breite Unterstützung für die Distribution und die Geräte dort und kann aber auch Open-Embedded schön zweckentfremden, wie wir es mal gemacht haben, um für nicht Open-Embedded Distributionen zusätzlich zu generieren. Das heißt, wir nutzen das zum Beispiel im Yalimo-Projekt, um für Maemo, was keine Open-Embedded-basierte Distribution ist, trotzdem unsere Pakete zu generieren. Das ist also, wenn man ein komplettes Embedded-System entwickeln möchte oder auch, wenn man für so eine Zielplattform mehr als man gerade eine Applikation bauen möchte, ist das echt die Sache der Wahl, seine Sachen da rein zu integrieren und dann automatisch in die unterschiedlichen Zieldistributionen gepusht zu bekommen dadurch. Okay, in den Sachen, die wir vorgestellt haben, gibt es halt sehr, sehr unterschiedliche Level von Offenheit. Das wollte ich mal nochmal zusammenfassen. Das habe ich so ein bisschen überall schon angerissen. Das heißt, es fängt an mit was ganz, ganz Geschlossenem, wo ich gar nichts drauf machen kann. Das ist im Prinzip ein iPhone, da kann ich schon ein bisschen mehr drauf machen. Ein normales Phone oder ein iPhone kommt für mich jetzt emotional schon relativ nah da dran. Dann gibt es halt diese Systeme, die für Applikationsentwicklung sehr, sehr offen sind. Das ist halt was, sind eigentlich proprietäre, geschlossene Systeme, wo ich aber trotzdem die Möglichkeit habe, sehr, sehr gut für zu entwickeln, Erweiterungen reinzubringen, weil man einfach über die Jahre beim Hersteller gesehen hat, ich komme nicht ohne eine Open Source oder ohne eine Community aus, die in der Lage ist, die eigentlichen Applikationen zu realisieren, die ich für meine Geräte brauche. Was ihnen immer stärker bewusst wird. Dadurch hat man diese breite Unterstützung in diesem Sektor. Und in diesem Sektor fallen auch einige Linux-Geräte, die ich jetzt nicht so genannt hatte, zum Beispiel von Motorola ECX oder RX Iliad, so ein E-Paper-Tablet-PC. Das sind auch Sachen, die haben Linux-Kernel drunter, trotzdem fallen die nur in diese Kategorie.
weil dadurch, dass ein Linux-Kernel drunter ist, kann ich nichts davon, nichts kaufen. Android, wenn es einen Linux-Kernel hat und ich ein geschlossenes HTC-Handy habe, kann ich mir auch nichts dafür kaufen, dass da Linux drunter steht. Dann wirklich offen und anpassbar ist Maemo aus meiner Sicht. Ich kann sehr, sehr viel damit machen und es ist offen für die Entwicklung. Also offen in dem Sinne, dass ich für das, was ich tun möchte, da drankomme und dass ich zu den meisten Sachen, die ich bekomme, die mich interessieren, den Quellcode bekomme. Aber nicht zu den Sachen, die mich nicht interessieren sollen. Wirklich frei und offen sind OpenMoko und ich habe mal Open Embedded aufgezählt, auch wenn es kein Zielprojekt ist, keine Zieldistribution, die ich einfach mal irgendwo installieren kann. Aber es ist ja eigentlich, ist es die Basis von OpenMoko, auf der ich mir ganz schnell eine eigene Distribution generieren kann. Aber nach die höchste Stufe von Offenheit haben wir noch nicht erreicht, weil das wäre ein freies und offenes System wie OpenMoko, was auf vielen Geräten verfügbar ist, sodass ich mir ein Gerät wählen kann, kann mir meine Distribution wählen, habe den völligen Zugriff und habe eine weitgehende Standardisierung, sodass ich ein Compliance-Level habe, was ich für die unterschiedlichen Geräte auf den unterschiedlichen Plattformen verwenden kann. Und diese Standardisierung müsste am besten auch so sein, dass ich auch zum Teil in diese proprietäre Welt reinkomme. Das können wir zum einen damit erreichen, dass wir sowas wie J2ME oder sowas auf die Geräte ziehen, was auch im Yalimo-Projekt unterstützt ist. Dann kann ich also auch J2ME-Applikationen nehmen, habe aber natürlich die J2ME-Implikationen wieder. Also was ich mir echt wünschen würde, wäre 10 OpenMoko-Projekte, die alle Free-Smartphone-Standards unterstützen, plus weitere standardisierte Sachen, sodass man eine breite Basis hat, ernstzunehmende Applikationen zu schreiben, die man auf dem Gerät deployen kann, was sich der Kunde auswählt. Das war's. Danke sehr. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es gibt 2 weitere interessante Vorträge zu diesem Thema. Der nächste Vortrag ist direkt hier im Anschluss in diesem Raum und zeigt die andere Seite des iPhones, die auch möglich ist, das heißt mit freier Software dafür zu entwickeln, die natürlich mir sehr lieb wäre, wenn man das auch in ein schönes Businessmodell mit denen machen könnte. Und um 14 Uhr von Michael Lauer der OpenMoko 2008 Vortrag. Danke. Okay.